Jetzt seid ihr nicht mehr so schlau, Wächter. Ja, aber wo ist die dritte? Also, ich meine, ich hätte jetzt erst zwei gesehen. Drei, zwei habe ich. Ach, da oben ist noch eine. So, dann kann die Party ja steigen. Hey, ich glaube, Simon hat etwas für dich. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn verdient. Und da wir bereits wissen, wo der hinkommt, flitzen wir gleich mal dahin. DJ Mate Key, heute Abend im Goro 2 Club. So, das war irgendwo, da war der. Na, merkst du das, was fehlt? Hätten wir es hier nicht gerade mit Diebstahl zu tun? Wie seltsam, wir verkaufen genau die gleiche Jacke. Moment mal. So. Was haben wir denn hier? Ich habe versucht, einen Zielbot runterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein. Hab mir aber einen Malware eingefangen. Ich bin mir nicht sicher warum, aber jetzt komme ich mir allerdings schräg vor. Ich habe jedes Spiel gemeistert, aber das es jemals gab, aber wie das hier funktioniert, kann ich mir echt nicht sagen. Kapiere ich irgendwie nicht, richtig? Kapiere ich irgendwas nicht richtig? Aber man muss immer alles runterschmeißen, das ist Katzenregel. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du. Und neue versteckte Orte auskundschaften.
Muss nur noch rausfinden, wer diese Jacke will. Thorin kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Mein Lieblingstrick ist Öl. Was ist deins, Mimuf? Hätte ja sein können, dass der was so will damit. So, ein bisschen Musik kann nicht schaden. So, wo wollen wir denn jetzt lang? Da oben vielleicht? Jetzt doch nichts. Alles klar. Dann wollen wir doch mal weiter nach Clementine suchen. Erstmal grasen wir das untere Stockwerk komplett ab. Ich weiß, sie ist irgendwo weiter oben. Aber ich möchte doch ganz gerne alles irgendwie mitnehmen, was geht. Einfach aus gewissen Prinzipien. Die Person, die du erreichen willst, ist im Moment nicht erreichbar. Timmy, hör auf mit dem Unsinn. Okay, ich glaube, hier hätten wir dann alles. Dann gehen wir mal einen Stockwerk höher. Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Okay, okay. Hier haben wir nichts. Doch, eine Kiste. Hüpf. Multiplayer wäre das Spiel sicher cool. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat erst alle meine Kugellager geölt. Tja, was wenn es kein Kugellager ist? Okay, also. Wollen wir ein Stockwerk nach oben gehen? Die Kiste lasse ich mal aus. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Da hinten ist deine Adresse. Es ist genau hier. Okay, da müssen wir irgendwo hier sein. Da geht ein Kabel hoch. Kein Kabel, ein Schlauch.
Okay, wollen wir mal sehen. Da geht's rein. Alles klar. Das ist bestimmt Clementines Haus. Oder Wohnung. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal. Wer bist du? Was willst du von mir? Warte. Also hat Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Ich folge gleich, ich will hier nur noch. So ein bisschen Unordnung machen, wie es halt so für Katzen sich gehört. So, hier haben wir erstmal einen gemütlichen Schlafplatz. Ist einfach genial. Da lässt sich nicht viel sagen, es ist einfach so. Mal alles aus der Sicht einer Katze zu sehen, die einen Drohnen gewordenen Wissenschaftler als Freund und Begleiter hat. Und an dieser Stelle frage ich mich dann jetzt auch, werden wir die anderen Katzen, die drei, die wir, mit denen wir ganz am Anfang zusammen waren, wer wird die wieder finden? Oder nicht? Und vor allem, was ist überhaupt der Sinn des Ganzen hier? Finden wir es raus. Okay, Clementine. Dann sag an, was hast du zu melden? Ich arbeite schon die ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay, Bomberjacke mit einer Goldkette. Kann es sein, dass das der vom Anfang war?
Versuchen wir es mal zu finden, den Typen. Ich denke, der war es nicht. So, da hinten ging es noch weiter runter. Ich gehe mal zum Anfang und guck mal, ob der dort ist. Moment, da ist einer. Bomberjack aber keine Goldkette. Jedenfalls keine Goldkette. Keine Bomberjacke. So, der hat zwar eine Bomberjacke, aber hat keine Goldkette an. Der hört auch nichts. Wo könnte das sein? Ach, vielleicht der hier hinten. Der Müll, den die Stadt produziert, ist kein Scherz. Jeden Tag macht die Negekorb diese unablässige Arbeit. Ich nicht. Okay. Wollen wir mal sehen. Dieser Typ will uns also Clementine helfen. Dann wollen wir ihn mal suchen. Er ist unsere einzige Möglichkeit, die Atombatterie zu finden. Denkt dran, er ist der Roboter, der eine Bomberjacke und Goldkette trägt. Was hast du dazu sagen? Das ist die Jacke, die wir in dem Laden geklaut haben. Ich frage mich, könnte der wohl hier hinten? Ne, hier hinten ist gar keiner. Hätte ja sagen können. Kleidungsladen vorbeischauen. Okay, gehen wir mal zum Kleidungsladen. Nee, da ist er nicht. So. Okay, der hat auch nichts zu melden. Was soll das? Was soll das ganzen Fell an deinem Körper? Mit einer glänzenden Aluminiumhülle würdest du echt cool aussehen. Wie schade. Na klar, das ist Blazer. Er ist ein Stammgast. Ich habe ihn gerade hinter meinem Laden rumschleichen sehen. Keine Ahnung, was er vorhat. Okay, hinterm Laden. Hier hat sich auch noch nichts getan. Dann gehen wir mal hinter den Laden.
Nee, hier ist es nicht. Da ist er. Ich hab's zu tun. Was willst du? Wie wär's damit? Tisch ab, okay? Nö, wie wär's damit? Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelt... mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Negocorp-Fabrik hier. Aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt. Und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Nein, habe ich noch nicht, aber ich bin sicher, ich werde noch einen finden. So. Bla bla bla, jede Menge bla bla. Okay, jetzt muss ich irgendwie einen Helm finden. Wo könnte ich einen herbekommen? So, das Blabla haben wir schon mal gelesen. Wo könntest du einen Helm haben? Mal sehen. Hier hat's keinen. Okay. Wo könnte ich den wohl herkriegen? Ja, war ich auch noch nicht. So, dann machen wir es uns hier doch gleich mal gemütlich. Mit diesem netten Ausblick nach unten. So, jetzt ist die Frage, wo könnte dieser Helm sein? Ich bin mir gerade am Überlegen, soll ich googeln oder nicht? Es wäre eigentlich langweilig, wenn ich das tue. Ich denke, ich werde einfach mal ein bisschen weiter in der Stadt rumlatschen. Und versuche den Helm zu finden. Denn das ist ja schließlich Teil des Spiels, die Dinge zu finden, die man braucht. Und wenn ich es dann in den nächsten 5 Stunden noch immer nicht hingekriegt habe, dann frage ich mal Papa Google, wo dieser blöde Helm sein soll. Also dann. Zeit zu gehen.
Okay, jetzt auch keinen. Ich denke, den kriege ich wahrscheinlich irgendwie durch eine Mission oder so. Oder gibt es den vielleicht hier unten? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, lass uns mal sehen. Hier hat es keinen Helm. Wo könnte ich denn noch einen herkriegen? Ich gehe einfach mal nach hinten. Es wäre ja durchaus wahrscheinlich, dass hier unten irgendwo einer ist. Hier ist keiner. Ah, hier kommt dann die Batterie rein. Okay. Ich denke, hier wird er dann auch nicht sein. Dann muss ich irgendwo oben weitersuchen. Bei dem habe ich schon mal geguckt. Finde ich hier drin vielleicht einen? Hier gibt es sonst nirgendwo. Schauen wir doch mal hier hinten in der Gasse. Könnte es hier vielleicht irgendwo einen haben? Fifi.